Die hoch ansteckende Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Europa weiter aus. Die Mutante ist um 60% ansteckender als die Alpha-Variante B.1.1.7, die wiederum schon um 35% ansteckender war als die Wild-Variante, mit der die Welt im vergangenen Sommer konfrontiert gewesen ist. Und genau das wird nun für ganz Europa zum Problem. In Großbritannien hat sich bereits zu einem extrem starken Anstieg trotz weit höherer Impfquote als im EU-Raum und zur Verschiebung der Lockerungen geführt. Der Anteil Delta-Variante hat sich in Deutschland innerhalb einer Woche verdoppelt. Aus der Analyse von Gesamtgenom-Sequenzierungen ergebe sich nun eine Quote von 15%, heißt es in einem Bericht. Es sei damit zu rechnen, dass sich die Mutation gegenüber anderen Varianten durchsetzen werde. In Frankreich macht die Delta-Variante inzwischen 9-10% der Neuansteckungen aus. Und besonders hoch ist der Delta-Anteil auch in Portugal, wo die Hauptstadt Lissabon sogar kurzzeitig abgeriegelt worden ist. Auch in Spanien steigen die Zahlen.